Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Anno 2205. Genau das ist die Zahl. Sich das erstmal alles auswendig zu merken, meine Herren. Vor allem auswendig die ganze Reihe aufzuzählen, in welcher Reihenfolge die Spiele erschienen sind. Dafür hat es eine Zeit lang gebraucht. Nun gut, gucken wir mal. Geteilte Verantwortung. Bauen Sie Sicherheitsabteilung. Okay. Gehen wir mal zurück in die gemäßigte... Gemäßigte Region. Das letzte Mal waren wir ja in der Arktis. Genau. Und haben da versucht, ein bisschen... ja, Fortschritt zu machen. Fortschritt zu machen. Ich glaube, das ist die richtige Formulierung. Auftragszentrale. Ich habe ein bisschen... ah, Moment, ich habe noch nichts übertragen, richtig. Ich habe aber wieder ein bisschen gespielt. Das heißt, falls wir Rohstoffmangel haben, dann werde ich einfach ein paar rüberschicken. Und wie ich das letzte Mal ja auch schon sagte, wir hatten die Sicherheitszentrale schon gebaut, oder Sicherheitsabteilung. Wir mussten nur noch einmal hier in die Welt rein, um zu zeigen, dass wir die haben. Gut, ja, uns wird jetzt gesagt, wir sollen Manager anwerben. Das heißt, wir befördern einfach mal einen und ja, machen Sie es so. Alles läuft nach Plan. Schon bald werden Sie die letzte Grenze überschreiten, wie man so sagt. Die letzte Grenze. Ich habe gehört, dass John Rafferty bereits die Pläne für die Startrampen überarbeitet. Folgen Sie seinen Anweisungen und setzen Sie die Pläne um. Geht klar. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich werde jetzt hier erstmal die ganzen Leute befördern, die... Wow, du sorgst für Aufsehen. Oh, okay. Viele wichtige Leute hätten gern deine Unterstützung. Also diejenigen an den wirklich entscheidenden Stellen. Denk darüber nach. Okay. Wir sollen jetzt Luxuskost produzieren. Und wir haben neue Baupläne, nämlich den orbitalen Raumhafen. Wir haben genügend Superlegierungen da. Was uns fehlt, ist... die Anzahl an Managern, die wir dafür brauchen. Was allerdings kein Problem darstellen sollte, denn ne, wir werden gleich einfach noch ein paar befördern und neue Leute bauen und fertig. Wir tragen eine große Verantwortung. Ja, ich weiß. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten. Ja, das kommt gleich. Also, wir haben jetzt hier den Brückenbauplatz. Wir haben eine gute Sektorbilanz von plus 6. Ich glaube, das wird in tausender Schritten gerechnet. Jedenfalls können wir jetzt hier, da wir die Superlegierung noch haben, die Brücke starten, den Brückenbau. Und sehen jetzt hier unten, das wird gebaut, das dauert nicht allzu lange, dauert aber eine kurze Zeit. Und dann können wir den Bau finalisieren mit einem letzten Rohstoffschub. Wo ich gerade gar nicht mehr weiß, was das war. Ach, das werden wir gleich sehen. So, ausreichend. Gut, wir haben genügend Logistik. Ich habe irgendwo drauf geklickt, weil ich gerade nicht wusste, was ich machen wollte. Beförderung nicht möglich. Warum? Sie hätten mich darüber in Kenntnis setzen sollen. Ich habe nichts im Kühlschrank. Superlegierung. Oh. Okay, es mangelt doch an Superlegierung. Wir brauchen hier noch eine Sicherheitsabteilung und auf beiden Inseln brauchen wir Luxuskost. Die Luxuskost stellen wir her, wenn wir die Insel da hinten haben, weil wir dann genügend Platz dafür auch freigeschaltet haben. Dann sollte es alles kein Problem mehr sein. Ansonsten müsste ich jetzt eine neue Insel besiedeln. Ah ne, Moment, wir haben ja nur eine hier im Sektor. Da hinten die Brücke müssen wir auch noch machen und dann, ja. Ach, gucken wir dann gleich. So, hier, plus 10. Hier oben ist schlecht. Hier gibt das Ding auch plus 10. Also ist es im Endeffekt egal, wo ich es hinsetze. Oder hier oben? Nein. Minus 1. Das ist schlecht. Ja, es wurde gerade nur angezeigt, was ist, wenn ich das gar nicht bauen würde, weil es nicht an eine Straße angebunden war. Ich baue das hier oben hin. Das passt schon. Wir haben jetzt nicht mehr genügend Energie, das macht aber nichts, denn Energie ist kein Problem. Hier einfach noch eins hinbauen. Grafen haben wir genug. Ich sag ja bewusst nicht Graphen. Dass Ihr Unternehmen jetzt auf dem Weltmarkt gelistet ist. Kommen Sie in mein Büro, dann besprechen wir die Details. Okay. Moment mal, minus 1 und... ach, wahrscheinlich durch den Brückenbau. Eieiei. Arbeite Informationen. Okay.
Ich überlege gerade, ob wir dann einfach da hinten noch ein bisschen nachbauen sollen. Wir haben gerade eine Bilanz von 5000. Ja, das ist in Ordnung. Wir bauen mal kurz noch eine weitere Produktion, hey, für Superlegierung. Seitdem du aufgetaucht bist, ist hier gut was los. Ich habe da ein paar gut bezahlte Aufträge für dich. Und ich merke gerade, dass wir jetzt zwei Routen haben. Das ist schlecht. Das kostet nämlich extra. Das wollen wir nicht. Ich werde mal hier auf 3 noch weiter. So, wunderbar. Na gut, jetzt kriegen wir schon 9 rüber. Das ist, ich hatte erwartet, Sie hier zu sehen. Lassen Sie mich den Sachverhalt erklären. Xamen International hofft, in der Zusammenarbeit mit Ihnen das Versorgungsnetzwerk für Nahrung in der Arktis zu erweitern. Mhm. Ja, ne, geht klar. Ich würde sagen, wir nehmen das mal an. Routen direkt ins Eis schlagen. Als unsere Konkurrenten davon hörten, bezeichneten sie uns als verrückt. Aber ihre Anwesenheit macht es möglich. Gemeinsam werden wir die Arctic Custodians davon überzeugen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Natürlich werden diese neuen Routen Ihnen ebenso offen stehen wie uns. Bitte ziehen Sie keine falschen Schlüsse in Bezug auf unsere Werte. Bei diesem Projekt geht es um Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht zerstören, sondern versorgen. Kann ich auf Ihre Unterstützung zählen? Klar. Auch wenn wir nicht so unbedingt die Bewahrer sind, aber obwohl, Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, vielleicht schon. Finden Sie Überwachungs- irgendwas, Drohnen, Gedöns, hier, Überwachungsdrohne, können wir kurz zwischendurch mal einsammeln. In der Zeit werden ja auch die ganze Zeit Superlegierungen rübergeschafft, nach hier zu unserer gemäßigten Region, von daher passt das schon. So, was steht hier genau? Wo sollen die sein? Finden Sie Überwachungsdrohne bei den Gletschern? Achso, wahrscheinlich bei den anderen Sektorprojekten dann auch noch. Wir haben ja hier insgesamt 3 Gletscher, müssten das sein. Also, es gibt normalerweise immer 3 Projektstandorte in einem Sektor. Das heißt, theoretisch, ja, hier ist noch ein Gletscher, ne? Hier können wir noch eine Drohne mitnehmen und ich schätze mal hier oben, oder? Hier? Ja, perfekt. Ich muss Sie warnen. Wenn Sie sich gewaltsam den Weg bahnen, wird das die ganze Gegend destabilisieren. Ach, nicht doch. Genau Sie wollte ich aufsuchen. Da gibt es ein Projekt, das sich für uns beide als vorteilhaft erweisen könnte. Ich habe übrigens vergessen, etwas zu erwähnen, merke ich gerade, wo es ein bisschen dunkler wird in der Welt. Ich habe den Tageszyklus angeschaltet. Den kann man hier unten aktivieren bei Kamera. Dann sieht man hier Tageszyklus. Man kann auch theoretisch die Tageszeiten manuell durchschalten, aber ich dachte, das wäre mal eine nette Abwechslung zu sonst. Dann sieht man die Welt immer nur bei Tag und ja. Und ich wurde dazu angehalten, mal an die Gebäude ranzuzoomen. Das werde ich auch noch tun. Vielleicht, wenn Tag ist. Aber wir gucken uns hier gleich mal die Gebäude auch bei Nacht an, alle. Ich wollte Superlegierungen bauen, ne? Du lässt dir wirklich Zeit. Hier waren die, genau. Wir bauen noch ein Modul hier dran. Dann sehen wir ja, was jetzt fehlt. Gar nichts. Okay, das passt. Ja, wunderbar. Dann werde ich jetzt hier einfach die Route aktualisieren und ein bisschen mehr rüberschicken. Oder, Moment. Ne, jetzt brauchen wir es nicht mehr wirklich. Die Brücke ist fertig. Okay, laden wir wieder das andere Gebiet. Dann können wir nämlich gleich die Luxuskost machen. Ja, und nebenbei können wir hier auch noch in dem Sektor die Sektormission machen. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Wo bist du denn, Schiff? Da bist du, Schiff. Wo haben wir die Drohne? Da. Wir sollen jetzt hier so eine Drohne anbringen, ne? An unserem Kommandoschiff und dann Felsen zerstören damit. Zum Beispiel diese hier. Das passiert dann ganz einfach, indem wir uns mit der Drohne nähern. Das ist kein Problem. Ich finde übrigens, bei Nacht sieht das Spiel auch ziemlich schön aus. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ah, wir können uns wirklich mal so ein bisschen näher die Sachen angucken. Hier, guckt euch das an. Wunderschön, was? Ich finde ein bisschen schade, dass man den Hafen nicht ausbauen kann. Der Hafen ist so festgelegt, wie er ist. Und ja,
Da lässt sich nicht viel dran rütteln. Dummerweise. Früher fand ich es immer cool, als man den Hafen so komplett modifizieren konnte und sich so eine Hafenmauer bauen konnte. Das haben sie leider rausgenommen hier. Aber damals war es auch wichtiger. Damals musste man sich auch so eine Festung zusammenbauen. Ich werde mal hier das Ding ausblenden, sonst stört das so durch das an. Das ist echt wunderschön, ne? Vor allem hier auch mit den Feldern, die so in den Boden runtergehen. Ich glaube, Reis war das, ne? Ja. Reis muss ja immer feucht sein. Und in nasser Erde. Oder in so einer Art sumpfigem Gebiet. Kann die Reise kommen? Muss mich beleiden. Die Windkrafträder sind auch ganz nett. Ich fand ganz cool, wie der Strom animiert wird. Allerdings, ja, die sind irgendwann total nutzlos. Also Windkraftwerke sind am Anfang vielleicht total sinnvoll, aber irgendwann verlieren sie absolut ihren Wert. Ganz, ganz furchtbare Teile. Und Sonnenblumenfarmen, ich habe irgendwie nie mehr als eine gebaut in einem Spiel. Braucht man nicht. Ich glaube, die laden sich da auf, oder? Diese Drohnen. Nett, nett. Was haben wir hier? Ach, die Biopolymerfabrik, richtig. Ist jetzt nicht so spektakulär. Das hier war der Hafen, ne? Ja. Was haben wir denn noch so? Die Minen sehen auch verdammt geil aus. Hier sieht man, wie früher den Schaufelradbagger, wie der hier am Fels steht und sich immer weiter reingräbt. Beziehungsweise nicht, weil die Position von dem verändert sich nicht. Aber ich finde, das macht nichts. Das ist in Ordnung so. Werden hier die Sachen abtransportiert in das Depot hier rein. Dann gucken wir uns nochmal die Häuser an. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie viele Variationen es davon gibt. Das hier sind ja die Wohnkomplexe. Dann versteht man auch, warum hier mehrere Leute wohnen. In so einem Komplex gibt es natürlich Mehrfamilienhäuser oder eben mehrere Einzelhäuser. Sie sind hier nicht alle in einem Gebäude drin. Das wäre natürlich Quatsch. Hier sieht man das auch nochmal. Das sind zwei verschiedene Gebäude, die hier nebeneinander stehen. Für mehrere Familien. Die Stadt ist wunderschön. Der Wuselfaktor ist übrigens gerade auf Mittel, weil, ja, hoch ist meistens ein bisschen übertrieben und, naja, muss nicht sein. Vor allem, weil es die CPU noch weiter anstrengt. Und das möchte ich bei dem Spiel gerne vermeiden. Die Felder hier hatten wir auch noch nicht. Das sind, oh, guck mal hier, das ist wie bei Tron. Die Dinger, die die Leute absetzen. Generell die Transportschiffe da. Wie witzig. Das hier ist auch interessant mit dieser Ecke für die Frischpflanzen. Kann die Reise kommen? Vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so der Gärtner. Oh. Ich zoome immer wieder zu schnell raus. Obwohl das hier auch nicht so besonders beeindruckend ist. Das ist okay. Hier ist ein Bergbauplatz. Ja. Den Rest zeige ich dann beim nächsten Mal. Falls ich jetzt noch... Ich habe noch ein paar Sachen vergessen. Aber das... Ja, wie gesagt. Muss ja jetzt nicht alles auf einmal sein. Sonst wird es auch langweilig. Wir müssen mal dafür sorgen, dass wir... den Weltraumlift? Ne, Moment. Was wollten wir machen? Doch, die Startrampe. Genau. Ja, dafür brauchen wir Luxuskost. Richtig. Und wir können den Bau abschließen. Für 10 Iridium. Das ist ja kein Problem. Wunderbar. Neuen Erfolg erhalten. Damit hätten wir jetzt hier eine Brücke, die auch ziemlich geil aussehen, finde ich. Weil diese Lichter und... Ja. Ist schon ein Bauwerk, ne? Ist schon eine Brücke. Ich glaube, dagegen kann niemand was sagen. Ich werde mal hier über die Insel... Ja, ich glaube, bei YouTube wird es jetzt mittlerweile schwierig, ne? Mit Nacht könnte sein, dass man da nicht mehr so viel sieht. Ich werde mal auf Morgengrauen schalten. Einfach nur, damit YouTube euch da nicht alles kaputt macht jetzt. Und hier können wir ziemlich viele Leute ansiedeln in diesem Gebiet, glaube ich. Also ich denke, für später ist das hier der optimale Platz, um alle Leute anzusiedeln, die wir haben wollen. Guckt euch dieses riesige Land hier an. Ist ja der Hammer.
Momentan ist es noch ziemlich egal, wo wir was machen, weil wir die ganzen Sachen sowieso wieder verschieben können. Es gibt ja auch keine Fruchtbarkeiten mehr und ja, ist alles weg. So. Ich weiß nicht genau, wie breit die Module hiervon waren. Okay, eins breiter. Dann müssen wir den hier einen nach links. Damit wir hier noch das Ding dran setzen können. Das ist in Ordnung. Dann machen wir noch eine Rinderfarm. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Was? Ach ja, richtig. Ich hatte eben gesehen, dass wir davon zu wenig haben. Hab allerdings gekonnt ignoriert, dass wir zu wenig Vitamindrinks hatten. Na. Aber noch zwei Module dafür, dass wir ein bisschen mehr Energie haben. Und außerdem brauchen wir noch zuletzt... Ah ne, Moment. Wein brauchen wir auch noch. Natürlich. Wein ist irgendwie sowas, wo man ewig viel von braucht, habe ich so das Gefühl. Also es, na, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten funktioniert nicht mehr irgendwie, das letzte abzureißen. Das ist ja blöd. Deshalb baue ich das Weingut auch einfach immer aus, weil irgendwann muss man das eh ausbauen. So viel Unterschied macht das nicht. Lassen wir erstmal so. 2, 15. Genau, und das, was wir jetzt als letztes noch brauchen, ist die Produktion der Luxusgüter selber. Und davon kriegen wir jetzt schon plus 1. Ist ja hervorragend. Ja, genau richtig geplant. Dafür brauchen wir mehr Wasser und mehr... Alles mehr. Wasser aus dem Meer. Das wollte ich sagen. Bestimmt. Hier oben haben wir noch, genau, 2 Module Platz. Die werde ich mal ausnutzen. Jetzt kriegen wir wieder plus 8 Wasser. Und hier unten hatten wir unsere Farm. Ja, ja, ich weiß. Unsere Farm von dem Obstgedöns. Gucken wir mal, dass wir hier dann noch ein bisschen ausbauen. Den Leuten hier noch was geben. Oh, ist ein Modul zu wenig. Noch ein Modul. Yay! Okay, ich denke... Oh, Reisfarm, natürlich. Natürlich. Reis. Jetzt sind sie da auch wieder zufrieden. Ich sollte eigentlich insgesamt mal ein bisschen mehr davon bauen und mehr Leute und so, damit wir mal eine Bilanz kriegen, die... Ja, die mal noch höher ist. Das ist momentan ein bisschen traurig. Aber das kriegen wir doch alles hin. Ah ja, und eine Firmenstufe haben wir jetzt zuletzt auch noch bekommen. Flottengröße erhöht. Das habe ich nie verstanden, um ehrlich zu sein. Flottengröße. Wo kriegen wir denn ein neues Schiff her? Wir haben jetzt ein Kommandoschiff. Und das war es irgendwie. Ah ja, ich wollte euch noch zeigen, wie das hier aussieht mit der Drohne. Ich würde sagen, das machen wir noch kurz und dann... hat er das jetzt? Ja, wunderbar. Wir sehen jetzt hier, wie die Drohne auf den Felsen ballert und den kaputt haut. Das kann sie gut. Die Drohnen kennen wir noch irgendwie aus dem alten Anno. Also Anno 2070. Da gab es die ja auch in der Art etwa. Jetzt ist mir klar, warum sie in aller Munde sind. Ja? Die Art, wie sie das hier regeln, wird sich stark auf ihren Marktwert auswirken. Krass. Das ist ja super. Okay. Sind unterwegs. Schluss mit der Ironie. Als nächstes müssten wir eine Credit-Bilanz haben. Die haben wir auch. Wunderbar. Oh, was kriegen wir denn dafür insgesamt? Normaler Feuerwerk-Springbrunnen-Ornament und Kaltfarben-Feuerwerk-Einstellung. Aha. Das ist ja total sinnlos hier. Also für die Leute, die jetzt hier Ornamente mögen vielleicht, aber für alle anderen ist das ja... Das ist ja viel sinnvoller, die Staudämme zu machen oder seltene Ressourcen. Ach Mensch, Spiel. Du machst Zeug. Nun gut. Ja, dann würde ich aber sagen, wir beenden die Folge hier, denn wir haben jetzt schon 19 Minuten. Wir können uns doch mal das hier angucken. 19 Minuten insgesamt. Das reicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und huch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Anno 2205. Hoffentlich dann nicht ganz so verschlafen. Dieses Mal habe ich so das Gefühl gehabt, ich war ein bisschen weg. Gucken wir dann mal. Okay, bis dahin. Ciao.